Hier ist das filmische Allerlei. Hallo Leute, jetzt gab es Treasure. Ruti, ich möchte dir meinen Freund vorstellen, Stefan. Ja, hallo. Er ist der beste Fahrer in Warschau. Diese Reise, das ist eine besondere Tochter-Vater-Reise. Es heißt Vater-Tochter, Dad. Sagt wer? Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise durch Polen. Das Land, das einst die Heimat der größten jüdischen Gemeinde Europas war. Heute zeige ich dir die Warschauer Ghetto-Mauer. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Ruti, eine Mauer ist eine Mauer. Also jetzt sagen wir die Cheese. Cheese. The Cheese. Diese Reise, die Sie und Ihr Vater hier machen, das ist nicht einfach. Hier bist du aufgewachsen? Ja. Sie sind 1940 hier eingezogen. Sie sagt, die Wohnung sei leer gewesen. Diese Teekanne gehörte meiner Mutter. Und die Tassen. Das reicht, ich kaufe sie. Wonach suchst du denn? Ich will nur wissen, wo ich herkomme. Deshalb sind wir hier. Deshalb bin ich hier. Du kriegst anscheinend einfach nicht genug von der ganzen Katastrophe. Sie wollen das Auschwitz-Museum besuchen? Es ist kein Museum. Auschwitz ist ein Vernichtungslager. Natürlich. Hier musste ich mich von meiner Familie verabschieden. Ihr Vater hat uns erzählt, wie sehr er diese Zeit mit Ihnen genießt. Tut er das? Auf Moms Beerdigung. Du sagtest, lasst uns nicht weinen. Also habe ich nicht geweint. Aber natürlich darfst du weinen. Das ist in Ordnung. Ich hatte Glück. Ich bin am Leben. Überlebende haben das Privileg, nach Birkenau fahren zu dürfen. Na, das ist doch schon mal was. Wenn euch meine Kritiken gefallen, gerne abonnieren, hinterlasst gerne einen Kommentar und guckt auch gerne bei Social Media vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. So, Treasure. Kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs reist die New Yorker Musikjournalistin Ruth Ross Wax in Begleitung ihres Vaters Edek nach Polen, um dem Vermächtnis ihrer jüdischen Familie auf den Grund zu gehen. Für Edek, ein Holocaust-Überlebender, ist es die erste Reise zurück zu dem Ort seiner Kindheit. Das heißt, wir haben Setting Anfang der 90er, Polen, Flughafen und Ruth trifft sich mit ihrem Vater. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, das Problem auch hier ist natürlich immer so ein bisschen, dass so Holocaust-Überlebende und auch die ganzen Zweiten Weltkrieg-Miterlebenden, die es so gab, dass das eine Generation ist, die oft auch nicht darüber gesprochen haben und sowas ja immer so ein bisschen wie so eine Riesenlast über einer Familie liegt und natürlich auch gewisse Dinge, wie Menschen dann so sind, damit zu tun haben, dass sie das erlebt haben, was sie erlebt haben. Und Lena Dunham spielt Ruth und Stephen Fry spielt ihren Vater Edek. Ich mag solche Geschichten. Ich find's immer gut, tatsächlich das Thema aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu beleuchten. Ich find's aber hier ein bisschen schwierig, weil ich nicht an die beiden Figuren rankomme. Das heißt, beide Darsteller holen mich nicht wirklich ab, also keiner von denen. Ich habe keine richtige Verbindung und dann wurde es für mich halt ein bisschen schwierig. Ich mag die Optik, ich mag die Geschichte grundsätzlich, wie sie erzählt wird. Ich verstehe auch die Problematiken zwischen Vater und Tochter. Das ist natürlich, ich sage, es bleibt halt einfach nicht aus. Aber trotzdem war es dann für mich doch ein bisschen eine hingeplätscherte Geschichte und das war ein bisschen schade. Ich finde ganz gut, dass nicht alles tot erzählt wird.
Trotzdem gibt es dann so ein, zwei Sachen, wo ich gern zwei Sätze mehr dazu gehört hätte, um es ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Ich finde auch, dass beide Darsteller recht gut spielen. Das ist gar nicht so unbedingt das Problem. Ich sage, ich glaube, es liegt tatsächlich in erster Linie, dass ich keine Verbindung zu irgendeiner Person habe. Deswegen kriegt er von mir eine 6 von 10. Also, weil der hat trotzdem schöne Momente und ich mag die Geschichte und so. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn richtig schlecht finde, aber ich finde ihn definitiv auch nicht richtig gut. Deswegen ist er so, ne, knapp unter meinem, was ich gut finde, bei 7, ne? 6 von 10 kriegt er von mir. Julia von Heinz, eine Deutsche, hat Regie geführt. Das ist oder so eine recht deutschlastige Produktion, hatte ich das Gefühl. Ich habe so gelesen, wer da alles mitgemacht hat, also hinter der Kamera gearbeitet hat und ähnliches. Da war einiges bei. Sie hat Hani und Nani 2 gemacht und Ich bin dann mal weg. So als größere Produktion habe ich beides nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall irgendwie okay, aber leider für mich auch nicht mehr. Er startet am 12.09.24 in den deutschen Kinos, ist 112 Minuten lang. Ich finde, er ist auch manchmal ein bisschen zäh und hat eine FSK 12. Wenn einem solche Geschichten aber gefallen, dann kann man den, glaube ich, gut gucken. Also, weil er ist tatsächlich auf jeden Fall okay. Er hat auch manchmal kleine süße Momente, manchmal ist er dann wiederum ein bisschen anstrengend, deswegen, sehr kleiner Film, also das heißt, wer Interesse hat, sollte dann doch relativ schnell ins Kino gehen und wenn ihr das macht, wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß. Musik.